Was hat es mit Parametern auf sich? Parameter werden sehr häufig genutzt für die Rekursion. Der Hamster soll Anzahl Schritte nach vorne gehen. Ich habe also eine Prozedur vorher mit einem Parameter Anzahl und wenn ich aufrufe vorher mit dem Wert 5, dann soll der Hamster 5 Schritte nach vorne gehen. Es sei denn, er stößt vor auf eine Mauer. Wenn ich dem Hamster den Parameter Wert 0 übergebe, ja, dann soll er gar nichts tun. Also schauen wir mal an, was passiert. Beziehungsweise zunächst, wie diese Funktion definiert ist. Ja, if Anzahl größer 0 ist und vorne frei, dann hüpft der Hamster 1 vor und ruft jetzt rekursiv vorher auf mit Anzahl minus 1. Also wieder eine Problemreduktion um den Wert 1. Und wenn ich hier als Wert, nehmen wir jetzt mal den Wert 2 angebe, Anzahl ist größer 0, 2 ist größer 0, soll mal vorne von frei sein, dann wird vor aufgerufen und es wird vorher mit Anzahl minus 1, also 1 aufgerufen. 1 ist immer noch größer 0, von soll frei sein, ist der feuchte Aufruf vor und vorher wird erneut aufgerufen, jetzt mit 1 minus 1, also 0. 0 ist jetzt nicht mehr größer 0, also ist die Funktioninkarnation beendet und da in den anderen Funktionsinkarnationen nach vorher nichts weiteres mehr aufgerufen wird, ist letztendlich auch vorher in der ersten Funktionsinkarnation abgearbeitet. Im Prinzip werden hier auch wieder, wie in dem Beispiel vorher, für jeden hier formalen Parameter, das sind ja nichts anderes als lokale Variablen, die erst zur Laufzeit initialisiert werden, entsprechend oft Variablen, Inkarnationen angelegt und dort unterschiedliche Werte gespeichert, nämlich jeweils immer vom Wert her 1 niedriger, bis irgendwann halt entsprechend Anzahl 0 ist und dann ist ja die Rekursion aufgelöst und letztendlich nach Beendigung der einzelnen Funktionsinkarnationen das Problem gelöst.